Ja, wir stellen uns heute die Frage, wir wären nur die Lebensabenteurer, wenn wir uns immer dumme Fragen stellen würden. Kann man mit einer Flex Feuer machen? Es ist schon klar, wir haben Strom und alles und es ist nicht unbedingt besonders sinnvoll, aber wir haben gerade herausgefunden, dass wir einen Glutkörper entwickeln wollen. Also viel Spaß und ihr seht jetzt, wie man mit einer Flex Feuer machen kann. Kann man mit einer Flex wirklich Feuer machen? Als erstes packen wir ein bisschen Laub rein und dann Birkenrinde oben drauf und das stopfen wir jetzt alles mal runter, weil wir müssen dann später hoffentlicherweise diese Birkenrinde aufnehmen. Also guckt es euch nochmal genau an. in dem Stahlbehälter haben wir trockene Blätter leicht komprimiert und mit Birkenrinde versehen. Ich habe mir auch noch ein kleines süßes Zundernest nach dem Winter gemacht. Okay, wir haben jetzt hier nicht die besten Materialien, aber trockenes Laub, ein bisschen trockenes Gras und ein Stückchen Birkenrinde. Ja, normalerweise mache ich dieses Zundernest deutlich besser, aber es ist ja jetzt auch nur als Spaß gedacht. Kurz unter den Bauarbeiten kann man mit der Flex Feuer machen. Wir starten jetzt. Wir wollten es also genau wissen, ob man mit einer Flex wirklich Feuer machen kann. Also legte Franz los und schnitt in den Stahl. Das ist mein Feuertanz. Mein Feuertanz zeigte langsam Wirkung und die Funken flogen im Kreis. Ich merkte schon, dass es etwas länger dauern konnte und musste das natürlich auf meine Art und Weise wie eh und je kommentieren. Das könnte ein bisschen länger dauern. Wir haben ein ganz klein bisschen Glut. Reicht das schon? Nee. Nochmal. Okay, die Flex ist deutlich so gut im Wir hatten schon etwas Glut, aber es war eben noch nicht genug. Es ist wie beim Feuerbohren, wenn man zu früh pausiert, kann man eben kein Feuer erzeugen. Aha, es raucht schon. Sehr gut. Endlich hatten wir einen Glutkern. Ich hole dann mal die Würstel raus. Das erinnerte mich an meinen Kohldampf. Ha, Mann, hatte ich einen Hunger. Jetzt war ich noch motivierter, ein Feuer anzubringen. Hochkonzentriert blies ich in das kleine Stahlloch und guckte, was passierte. Konnte ich wirklich mit einer Flex ein Feuer anmachen? Nach dem Rauch zu urteilen, ja. Es ist faszinierend, auf wie viele unterschiedliche Arten man Feuer machen kann, wenn man zunächst das Grundprinzip von Feuer verstanden hat. Wenn man also einen Glutkern erzeugt hat, kannst du fast mit allem Feuer machen. Und ja, wenn du ein Profi im Feuer machen bist, kommst du immer wieder auf neue ungewöhnliche Ideen, wie du Feuer machen kannst. Und das auf die ungewöhnlichsten Arten und Weisen. Und sieh da, man kann mit einer Flex Feuer machen. Experiment geglückt. Experiment geglückt. Ja, wir wollten eigentlich einen Container bauen, aber jetzt haben wir uns doch eher für Feuer machen entschieden. Irgendwie kommt man aus dem eigenen Metier niemals raus. Aber ihr seht, wenn man nichts hat als eine Flex, einen Stromanschluss und ein wenig Stahl, ja, wenn man ein bisschen eine Flex hat, einen Stromanschluss und schon schwuppsdiwupps hat man ein super tolles Feuer und das ist ja auch gar nicht so schwer. Also nehmt einfach in den Wald immer eure Flex mit. Am besten eine Ryobi und dann passt der Lack. Ne? Also, ja, ist doch ganz einfach. Ich weiß auch immer gar nicht, warum die Steinzeitmenschen so ein Problem hatten. Warum hatten die denn keine Flex dabei? Da mussten erstmal Steine aufeinanderfallen, bis die irgendwann mal ein Feuer hatten. So, ich glaube, irgendwann wird mein Finger jetzt wärmer und deswegen machen wir hier kurz Cut!